So Leute, mein Name ist Kai Passig. Heute machen wir einen Trick, was weiß ich. Und zwar nehmen wir Carvajal. Daniel Carvajal, sehr krasser Spieler. Und den gibt es nämlich einmal für 7000. Und den können wir dann für 8000 verkaufen. Außerdem kann ich euch noch einen coolen Trick zeigen. Da muss man auf Dream Squad gehen, Team selbst aufbauen, FDD, und dort nehmen wir jetzt einfach einen Dream Squad Spieler. Beispiel Cuadrado, der war bei Chelsea, der ist bei Juve, der ist bei Milan, er ist fast überall. Und dort müssen wir jetzt, ach Mist, so viel haben wir gar nicht, müssen wir halt den hier nehmen, bei Florenz. Der hat da zumindest noch gut gespielt. Ich weiß nicht, wie er bei Juve spielen wird, aber er hat jetzt ganz gut gespielt. Und Scheiße, hier gibt es auch keinen. Dann nehmen wir Cuadrado weg, nehmen einen Stürmer. Beispiel Luis Suarez kostet ein bisschen zu viel. Und dann nehmen wir halt Mario Mandzukic. Und bieten 200. Oh, das geht ja gar nicht mehr. Scheiße. Ach, wisst ihr noch die alten Zeiten? FIFA 15. Was ich jetzt gerade versucht habe, das war der Dream Squad Spieler Bug. Dort konnte man das irgendwie machen, dass man dort hier. Boah, wie heißt denn das? Ach, man dieses komische Tauchscheiß da machen konnte. Das war alles so geplant, denn das ist mein 10.000 Klick Special. Ich habe dieses Spiel damals so gefeiert. Ich habe das durchgesuchtet bis zum Gehtnichtmehr. Nicht mit dem Account. Aber es war mein erstes YouTube-Video, was ich gemacht habe. Mit dem Trading-Trick-Trip. Wisst ihr das noch? Weil man so das Team hier so sieht. De Bruyne bei Manchester City. Aber da zu der Saison hat er noch bei einem ganz anderen Verein gespielt. Nämlich beim besten Verein überhaupt. Und der hatte eine 81er Wertung. Ach ja. Unser De Bruyne. Mit dem Team of the Season. Allgemein, dieses Spiel habe ich gefeiert. Es war einfach nur geil. Muss man einfach sagen. Was nicht so geil ist, das ist mein neues 5-Euro-Headset, aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt damals auch dieses Video ein Dislike dagelassen, denn wer hat das auch nicht verdient? Guckt euch mal bitte Pepe an, ey, wie der aussah. Die ganzen Spieler. Aguero, was. Der hatte eine 86er Bewertung, einfach ohne Grund, obwohl er letzte Saison, eine Saison davor so gut gespielt hat. Oder Özil mit der 86er Bewertung, ey, das. Oder am schlimmsten Pogba, ey. Pogba mit einer 83er Bewertung, oder besser gesagt mit einer 84er. Aber damals hat man wenigstens sein Potenzial schon erkannt. Zlatan. Touré noch ganz geil, Xavi noch in FIFA, der hat 2K oder so gekostet. Jetzt kostet er ein bisschen mehr, weil es den weniger gibt. Aber da, wirklich, die Zeit vermisse ich einfach. Wenn ihr die Zeit auch vermisst, lasst gerne mal ein Like da. Dort habe ich mich auch nicht so viel über Niggi oder irgendwelchen anderen Schiris aufgeregt. Dort habe ich einfach nur FIFA gespielt. Auch wenn es kein Footrough gab. Es gab aber den Spaß. 10.000 Klicks, ihr seid die Besten. Haut rein, bis bald und ciao. Trading Trick.